Ihr Lieben, es ist so schön, dieses neue Jahr so zu beginnen. Hier sind wir an einem Dienstagabend in der Gemeinde, Beginn des neuen Jahres. Es gibt keinen besseren Weg, als eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte Gott besser kennen. Ich möchte sein Wort, sein Wille, sein Plan für mein Leben, für das, was vor mir steht, erkennen und verstehen und ausleben. Und wir wollen über genau diesen Thema reden, diese erste Session und dann in der dritte. Und ich dachte, weil Pastor Gerd hat mich gebeten, einige Geschichten zu erzählen, und ich dachte, zu verbinden mit, was der Glaube bewirken kann. Und man kann vieles über den Glauben reden, kann viel Prinzipien aus Gottes Wort lernen. Es ist ganz wichtig, das zu tun. Aber manchmal, wir brauchen eine Ermutigung zu wissen, was der Glaube bewirkt. Wie es Menschen verändern kann. Wie es dein Leben in Gott, wenn du dein Leben in Gottes Hand legst, wie Gott dein Leben benutzen kann als Segen für so viele Menschen. Wie zum Beispiel Pastor Gerd. Diese Gemeinde, 30 Jahre hier in dieser Gemeinde, das ist erstaunlich. Ich bin ganz stolz auf eure Pastoren hier, ganz stolz. Wir haben gerade unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert und mein erster Gedanke war, oh weh, wie bin ich so alt geworden? 40 Jahre ist eine lange Zeit. Und im Rahmen, im Kontext von unserem 40-jährigen Jubiläum, wir haben gedacht, wie schaust du zurück in 40 Jahren in einen Gottesdienst? Und wir hatten diese Idee, lass uns zusammen sitzen und wir sprechen über unsere Erinnerung. Weil jeder hat seine eigene subjektive Erinnerung an die Vergangenheit. Und da war meine Frau Meana, ich und Pastor Stefan Steinlich, der seit 1984 mit uns zusammenarbeitet und war den Bibelschuldirektor damals. Und euer Pastor war in die erste Jahrgang von dieser Bibelschule, 1984 begonnen. Und wir dachten, okay, wir plaudern ein bisschen und schauen mal, was rauskommt. Und wir haben das gefilmt. So, wir saßen zusammen, nur die Techniker, Meana und Stefan und ich, und wir haben angefangen zu reden, und eine halbe Stunde später, wir waren nur bei der Jahrtausendwende. Und es war erstaunlich, wie in unser Gespräch Erinnerungen sind wahr geworden. Menschen, Begebenheiten, Situationen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir können nicht 90 Minuten in einen Gottesdienst zeigen. Und so, wir haben dieses 90 Minuten auf 12 Minuten reduziert. Und dann dachte ich, aber man muss auch den Geist von dieser Zeit auch wieder beleben. Und ich habe den alten Lobpreis, das gab keinen CDs, da waren Schallplatten und Kassetten, kennt ihr Kassetten vielleicht noch? Und diese alten CDs und Platten, der Masterbänder waren auf diesen großen Reels. Du brauchst ein besonderes Gerät, das zu tun, ist sehr schwer zu finden. Es hätte Tausende von Euro gekostet. Aber dann hatte ich eine Idee gehabt. Ich habe 2 Wochen im Studio verbracht, um mit meinen Fingern diese alten Bänder von großen Reels auf kleinen, und dann mit einer kleinen Maschine das digital aufzunehmen, nur dass wir diesen Stück Musik von jener Zeit wieder beleben könnten. Und ich dachte, das wäre für mich ein guter Einstieg, wenn man möchte, über was der Glaube bewegen kann, reden möchte, euch das zu zeigen. Ist es okay? Es ist ein 12-minütiger Video. So, ich nehme fast die Hälfte von meiner Predigtzeit. Aber ich glaube, der kleine, kurze Video wird uns alle anspornen, was Gott tun kann. Weil ich war den allerwenigsten vorbereitet für das, was Gott für mein Leben hat. Aber Gott hat mich anders gesehen, als ich mich selber gesehen hat. Ich hatte keine Bibelschulvorbereitung. Ich liebte Jesus.
Ich habe Jesus kennengelernt in 1976. Ich lebte in Los Angeles. Mein ganzes Lebensziel, seitdem ich 9-jährig war, war, ich wollte ein Profimusiker sein. Ich wollte berühmt sein. Ich wollte überall in der Welt reisen und Musik machen. Und Jesus ist zu mir gekommen. Ich habe Freunde, die Jesus kennengelernt haben, die haben für mich gebetet. Das war der Beginn. Und dann hat Gott uns zusammengebracht, meine Frau und ich, am Telefon. Es war ein teuer Telefonat. Ich zahle bis heute noch. Wir sind inzwischen, es wird 44 Jahre zusammen sein, 44 Jahre verheiratet. Wow, wir haben 2 Kinder, 2 Enkelkinder und ich warte auf mehr. Großvater zu sein ist das Coolste von allem, aber wir wollen nicht darüber reden, weil dann kommen wir nicht zurück zum Thema. Aber als ich in meinem Herzen spürte, und ich sage das im Vorfeld, weil ich könnte nicht alles sagen im Video. Wir waren ein Jahr verheiratet, es war Sommer 1980. Wir hatten geplant, für 6 Wochen nach Deutschland zu kommen. Ich habe meine Schwiegereltern kaum kennengelernt. Ich war nur hier für die Standesamt-Hochzeit und 10 Tage Flitterwoche und dann war ich weg. Und wir dachten, okay, wir nehmen Zeit. Aber innerlich, mehr oder weniger spürte, es gibt etwas in Deutschland. Ich war aktiv in einer Gemeindegründung mit einem Word of Faith Church, Wort des Glaubens Gemeinde in Amerika. Das erste in meiner Gegend, in meiner Heimat. Ich spielte in einer christlichen Band und wir haben Konzerten gemacht und Menschen zu Jesus geführt. Aber irgendwie innerlich, Gott hat etwas in uns erweckt. Geh nach Deutschland. Und ich dachte, okay, 6 Wochen für einen Amerikaner irgendwo hinzugehen, ist eine lange, lange Zeit. Und als ich ankam, wusste ich hier bleibe, dass ich hier bleiben soll. Dass ich den Rest meines Lebens hier bleiben soll, das wusste ich nicht damals. Ich wusste aber, es wäre für eine gewisse Zeit. Und als ich kam und im Gebet Gott suchte, weil ich konnte kein Deutsch, was soll ich tun, wenn ich hier bleibe? Was soll ich arbeiten? Und ich blieb im Gebet. Meine Frau hat sofort ein Engagement bekommen. Sie war Schauspielerin. Sie war damals in einem staatlichen Theater. So, obwohl wir ein Jahr weg waren, sie hat sofort ein Engagement in Kassel. Und ich bin alleine in München. Und meine Schwiegereltern sprechen damals kein Englisch, ich kein Deutsch. Hello, goodbye, ja, ja, das war's. Und ich habe diesen kleinen, wir hatten ein kleines Zimmer bei meinem Schwiegervater und ich könnte dorthin hineingehen und beten. Und dann kam nach einigen Tagen Gott suchen, nach einigen Tagen, nicht nach 5 Minuten, nach einigen Tagen Gott suchen. Ich wusste, ich bin am richtigen Ort, aber was soll ich tun? Kam diesen Satz von Gottes Geist. Ich habe dich berufen zu den deutschsprachigen Ländern, um das Wort des Glaubens zu bringen. Und einer der wichtigsten Teile von deinem Dienst ist, du solltest Kenneth Hagins Bücher auf Deutsch übersetzen und einen Verlag aufbauen und diese Bücher zugänglich machen für Menschen. Ich dachte, hello, ich bin im falschen Film. Was weiß ich über Predigen? Was weiß ich über Übersetzen und Verlag und Vertrieb und all das, was dazugehört? Aber Gott hat gesagt, ich werde den Weg für dich machen. Ich werde die Türen für dich öffnen. Du machst es nicht in deiner Stärke. Und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Das ist Gottes Absicht und Plan für mein Leben. Und ich musste das nur zulassen. Sieh, der Glaube ist mehr als nur einige Bibelversen auswendig zu lernen. Der Glaube ist diese innige Beziehung mit Gott, wo er dir etwas geben kann, sagen kann, wie er dich führen kann. Und obwohl du hast das Gefühl, du bist völlig unfähig, das zu tun, und das könnte blöd sein, du tust es trotzdem. Und dann merkst du, wie groß und treu, wie wir gerade gesungen haben, unser Gott ist.
Meine ersten Freunde, die ich hatte in München, einer war der Besitzer von den ersten und einzigen damals christlichen Buchhandlung. Der zweite war ein Musiker. Und wir konnten miteinander gut reden, weil die beide sprachen sehr gut Englisch. Und mit dem Musiker kam ich sehr gut zurecht. Und mein erster Arbeitsplatz in Deutschland war in der christlichen Buchhandlung, um Kassetten für Vervielfältigung zu machen. Und da habe ich einiges gelernt. Gott hat im Vorfeld alles vorbereitet. Sieh, das ist, was der Glaube bedeutet, dass wir bereit sind, in diesen guten Werken hineinzutreten, die Gott zuvor für uns vorbereitet hat. Gott hat alles vorbereitet. Und es war nicht immer einfach, möchte ich auch keinen falschen Bild geben. Es gab Kämpfe, es gab Enttäuschungen, es gab Fehler, nicht von Gott, aber von mir. Und trotz all dem, an diesem 40-jährigen Jubiläum, als wir da saßen und sahen und hören diese kurze Video, ich glaube, Stefan, wir ahnen, ich war am meisten erstaunt, was Gott manchmal trotz uns getan hat. Er ist treu. Mein Gebet ist für diese Woche für euch, dass wir nicht nur etwas Neues und vielleicht Besseres kennenlernen werden aus Gottes Wort, sondern dass wir diesen Pioniergeist, diese Bereitschaft, Land zu erobern in Gottes Plan, dass wir bereit sind, im Glauben voranzugehen, nicht müde werden in Gutes tun, weil die Ernte ist sicher, wenn wir nicht ermatten. Amen. So, wir schauen das an, dann komme ich gleich wieder. So, wir das hier auf der Seite schieben. Stefan, John. Hier sitzen wir 40 Jahre später. Wir sind dabei, unser 40-jähriges Jubiläum zu feiern. Jeder hat seine eigene Perspektive, seine eigene subjektive Erinnerung. Und einer ergänzt dem anderen. Damit jeder, der dieses Video anschaut, kann ein Stück von unserer Entwicklung, wie wir, könnte man sagen, bei der Hand genommen worden war von Jesus und so geführt in etwas, was wir nie geträumt hatten, dass wir erleben würden. Ja. Aber ich kann das für uns drei sagen. Gott hat so Absolut. Viel mehr getan, als was wir je erträumt hatten damals, als wir ganz jung und ganz am Anfang waren. Wäre für dich und für mich, für die, die uns nicht so gut kennen, 1979 haben wir geheiratet, lebte ein Jahr in Amerika, aber dann kam im Sommer 1980 in dir und auch in mir dieses Verlangen, ein Wunsch, ein innerer Wissen, wir sollten nach Deutschland kommen. Ich habe Gott wirklich ernsthaft gesucht, fast verzweifelt, weil ich wusste nicht, was ich tun soll. Kam diese Aufgabe, ich habe dich berufen, das Wort des Glaubens in den deutschsprachigen Ländern zu verkündigen. Du solltest auch den Bücher von Kenneth Hagin übersetzen und Vertrieb aufbauen, damit Menschen diese Bücher zugänglich bekommen können. Und all das war für mich so viel größer, als was wir je dachten. Und dann kam eben diese Gelegenheit, ja, dass wir zu einer Konferenz fahren wollten, nach Amerika. Ja, und dann kam diese Reise, wo wir zum Camp Meeting mit Kenneth Hagin Ende Juli, Anfang August 1982,
wo Stefan jetzt reinkommt in die Geschichte, da haben wir Stefan, Monika und Andreas immer noch in Monikas Bauch kennengelernt hat. Sie war hochschwanger. Ja. So war das. Meal und ich kamen zurück nach Deutschland und war das denn für uns ganz deutlich. Wir beginnen Wort des Glaubens, christliche Zentrum. Wir haben doch noch jemanden kennengelernt in Bad Dahlem. Peter Hassler. In Tulsa. Peter Hassler. Unser erster Co-Pastor. Wir haben dann in 83 dieses Gebäude in Rüdesheimer Straße gefunden. Aber jetzt kommen wir zu Herrn Steinle. Wir haben das bestätigt. Ja, ich komme und werde Teil eures Teams hier in München. Und so sind wir dann im August 84. Und dann im Herbst haben wir die Schule begonnen. Wir dann in dem Sinne zu viert, Stefan, ja. Berle, John und Peter, wir werden den Studienmaterial und Kurse ausdenken. Wir müssen mehr Bücher übersetzen mit den Gedanken. Es muss guter Lehrmaterial für die zukünftige Schule. Wir haben angefangen, ihr Lieben, mit 24 Schülern. Eine echte geistliche Aufbruchstimmung. Absolut. Und ein Absolut. Erwecken des Bezugs zum Wort Gottes, wie das in diesem Kontinent, im deutschsprachigen Bereich, von mir aus seit langer Zeit nicht der Fall gewesen war oder vielleicht noch nie der Fall gewesen war. Die erste Glaubenskonferenz war in 85 in der Sheraton und zu unser Erstaunen, die Halle war voll. Und wir haben gleich dann nach dieser Konferenz entschieden, für 1986, wir mussten größer denken in der Bayernhalle. Das war unglaublich. Es saß fast 3.500 Menschen. Und das Erstaunliche war, auch diese Halle war gefüllt. Meister, wir kommen dir entgegen. Meister, wir laufen dir entgegen. Durch uns diese Bücher im Osten benutzt. Wir haben viele dieser Bücher gratis rübergeschickt. Leute haben uns angeschrieben. Wir haben hier einen ganzen Dienst entwickelt mit sehr guten Mitarbeitern, die das hervorragend alles gemacht haben. Und sind Tausende dieser Bücher darüber gegangen. Und Sie haben ja dann auch in Ost-Berlin eine Konferenz abgehalten. Weil sie wurden inspiriert von den Glaubenskonferenz, die sie hier erlebt haben. Und es war in der Gethsemane-Kirche, in Berlin-Ost. Es war im September vor dem Mauerfall war das. Ich glaube, um den 20. September herum. In nur wenige Wochen später. Ja. Steffen, du warst zufällig da. Wir sind einfach davon begeistert, selber zu sehen, wie viele Leute die Stadt bevölkern. Und dann kam Rumänien. Es war wie ein Domino-Effekt. Die neue Geburt von Kenneth Hagin. Wir haben in mehreren Gemeinden gesprochen. Ich habe auf der Straße gepredigt. Die Leute haben diese Bücher förmlich von uns genommen. Es war eine erstaunliche Geschichte, was dort passiert ist. Ja. Unglaublich. Ja, in den 90er Jahren, ein paar Dinge sind bei uns passiert. Ich werde nie vergessen, es war die 7. Glaubenskonferenz und unser Motto war, gehe hin in alle Welt. Und bei dir vielleicht ein paar Worte zu, was denn entstehen ist mit Gospel Art. Die Begabungen, die ich vorher wirklich auf den Altar gelegt hatte, wieder aufzunehmen, und in Gemeinden zu reisen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Menschen in der Kulturszene, in der Welt, vom Bürgermeister bis ich weiß nicht was, einzuladen, zu kommen und
dadurch, dass ich ja meistens Lebensbilder von Christen gespielt habe, sei es Martin Luther oder sei es die Geschichte von Sophie Scholl, wo immer es möglich war. Und das war meine Art zu missionieren. Mhm. Ja. Du hast eine Sprache gefunden oder wieder gesprochen, die Menschen hören können, die sie verstehen können, in ihre Welt hineinzukommen und dann die Botschaft, die immer die gleiche bleibt, immer. Die Botschaft zu verkündigen. Ja. In derselben Zeit wurde ein Pastor in Indien auf uns aufmerksam, hat mich angefangen einzuladen. Plötzlich in dieser Phase entsteht der Gedanke, ja, wir könnten eine Reise mit einem Team organisieren. Und so sind wir dann 1992 mit einem ersten Team von Bibelschülern, sind wir fast auf den Tag genau 1992 Mitte Januar und ich war 1972 Mitte Januar in Bombay, Indien gerettet worden. Und 2004, als Indien anfing, immer ein bisschen schwieriger zu werden und der Druck durch die politischen Veränderungen, dass man immer mehr die Sachen eingeschränkt hat für Christen und so weiter, hat dann der Herr angefangen, eine Tür nach Pakistan zu öffnen in 2004. Und dort sind wir seither im Gange und ja, haben inzwischen auch 100 Evangelisationen effektiv in Pakistan durchführen können. 173 Evangelisationen habt ihr durchgeführt. In Indien und Pakistan. Was schätzt du in etwa, wie viele Menschen haben das Wort Gottes durch euch gehört? Ja, man kann sagen, etwa 4 Millionen Menschen insgesamt, ja. Das bringt uns in der Mitte der 90er Jahre von Wort des Glaubens, Christliches Zentrum, zum Gospel Life Center. Ja, ja. Das war dieser Anlass. Wir wollen außerhalb unserer Räumlichkeit, unserer heile Welt sozusagen Menschen für Jesus gewinnen. Damals hatten sehr viele Schwarzamerikaner Gospel-Sänger und Musiker bei uns. Wir hatten einen tollen Gospel-Low-Price damals. Das war der Anlass, dass wir gesagt haben, wir nennen uns um zum Gospel Life Center. Und jetzt kommen wir zu den Jahrtausendwende. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Gottesdienst. Unser Thema heute: Hoffnung. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Wie das lustige Geschichte mit dem Fernsehen in München TV. Die erste Sendung war im Februar 2006. Gott hat die Tür geöffnet, wir haben nie einen Pfennig bezahlt. Das ist ja... Ich habe mein Archiv erneuert und ich glaube, wir haben bisher über 400 Sendungen. Dass es Gemeinde ist, das Zusammenwirken von den Gliedern, jeder mit seiner Berufung, mit seiner Aufgabe, baut einen wunderbaren Tempel, in dem Gott sich offenbart und manifestiert und das Land segnet, die Stadt segnet, den einzelnen Menschen segnet. Und dazu muss man sagen, neben all die Menschen, die über die Jahre hier mitgearbeitet, mitgedient haben, sich investieren bis heute, ohne dass man sie groß wahrnimmt oftmals, das ist mit ganz entscheidend, was dann so eine wunderbare Sache wird. Die dient so einander mit berührt. Den Gaben, die Gott einem jeden von euch Absolut. Gegeben. Es ist nicht, was wir gemacht haben, es ist, was wir mit Gottes Hilfe erlebt haben. Und Aber so ist gemeint, jeder bringt sein Gabe. Ich kann das nur bestätigen, für alle unsere Geschichten, die wir individuell und gemeinsam erlebt haben, ist eine Vision Gottes zu haben, damit steht und fällt alles. Alles. Wunderbar. Wunderbar. Amen. Wunderbar. Auf die nächsten 40. Wir beten Jesus an. Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, ihr Lieben.
Ich hoffe, dass, obwohl es unsere Geschichte ist, euch auch inspiriert, weil das ist unser Land, unsere Länder, was wir erlebt haben, wie Gott so viel Veränderung hervorgebracht hat. Und er hat das getan. Durch, wie Marianne sagte, eine Vision, ein Wort von Gott zu hören, was Petrus nannte, eine gegenwärtige Wahrheit. Wenn wir Gottes gegenwärtige Wahrheit haben für unsere jetzige Situation, für die jetzige Generation, für das, was Gott tun möchte, für euch kollektiv als Gemeinde, für euch individuell, dann in dieser Vision findest du Kraft, es ist wie ein Katalysator, dich voranzubringen. Und der Feind wird versuchen, dich abzulenken, dich zu ermutigen, dich zu stoppen, zu hindern. Weil er weiß, wenn du nur es zulässt, denn Gott wird Gott durch dein Leben sein. Und das kann er nicht stoppen. Deswegen hat Paulus in dieser Aussage in Galaterbrief Kapitel 6, Verse 9 und 10, er sagte, gib nicht nach, gib nicht auf, Gutes zu tun. Weil es kommt eine Zeit der Ernte. Aber wenn wir nicht ermatten, es gab Zeiten, wo ich wirklich aufgeben wollte, wo ich müde war, wo ich dachte, es kann nicht zustande kommen, weil es sah so unmöglich aus. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Und dann werden wir einiges aus Gottes Wort anschauen. Diese erste Aufgabe, die Bücher von Kenneth Hagin. Und wirklich, ich weiß nicht, wie viele von euch waren lebendige Christen in 1980? Es sind eine Handvoll, okay? Zwei, drei. Erinnert euch an die geistliche Klima über dieses Land damals? Es gab keine Gemeinden wie diese. Es gab keine Konferenzen. Vergesst YouTube und all Internet und all das, es existierte nicht. Es war ziemlich zäh und trocken, traditionell. Und es war nicht allzu viel Begeisterung unter den Christen. Und Gott hat zu uns gesagt, das, was euer Leben so geholfen hat, und das war diese Bücher von Kenneth Hagin, er war nicht der Einzige, aber er war wie ein Vater für viele von uns. Was Gott ihm zeigte, wie er das weitergegeben hat, war so schlicht und einfach, aber so tiefgehend. Jeder könnte das verstehen. Und so hier bin ich mit diesen Aufgaben. Gott sagte, mach die Übersetzung. Well, dann muss ich die Erlaubnis bekommen. Wie bekommst du die Erlaubnis von einem damals großen Dienst in Amerika und du bist ein Nobody in Deutschland, der keinen Dienst hat, der nichts getan hat, der keine Ahnung hat? Wir reden über den Glauben, der praktische Aspekt vom Glauben. Glaube ist immer so cool, wenn du redest und liest über Daniel und David und all den Helden, die so viele wunderbare Taten getan haben. Aber Gott sieht dir als Glaubensheld. Gott sieht in dir ein Held. Etwas ist in dir hineingesteckt. Und er hat etwas für dein Leben und durch dein Leben, die nur du tun kannst. Für meine persönliche Aufgabe, es hat zu tun mit dem Schicksal von wahrscheinlich Millionen von Menschen. Aber das habe ich damals nicht wirklich verstanden. Ich wusste nur eines. Gott sagte, ich sollte das tun. Ich glaube, das war das Einzige, was Gott gut gefallen hat an mir. Ich war ziemlich italienischer Herkunft. Das heißt, ich bin ziemlich dickkopfig. Wenn Gott sagt, ich sollte es tun, dann tun wir es. Weiß nicht wie.
So, ich habe den normalen Weg gemacht. Ich versuchte, Kenneth Hagin's Team zu kontaktieren. Ich habe Brief nach Briefe nach Briefe nach Briefe geschrieben, habe mich vorgestellt, bla bla bla. Die sind alle irgendwo in einen Mülleimer gelandet. Nie eine Reaktion. Und ich werde nie vergessen, ich hatte in einem Nachmittag plötzlich diese innere Vision, diese innere Zeugnis, diese innere ein bisschen Schubs von Gott. Ruf dort an. Okay. So, ich habe die Nummer herausgefunden und ich rufe an. Hello, this is John Angelina from Germany. Ich rufe an wegen die Bücher von Kenneth Hagin. Und die haben falsch verstanden. Und die dachten, dass ich der Verleger bin. So, die haben mich gleich zu den Hauptpersonen geschickt. Und das war der damalige Missionsleiter Stan Abbott von Kenneth Hagin's Dienst. Weil damals alle ausländischen Bücher, alle Übersetzungen sind durch die Missionsabteilung gegangen. So, er nimmt den Telefon und sagt, hello, this is Stan Abbott. Ich sagte, hello, this is John Angelina in Germany. Und Gott hat mir gesagt, ich sollte Kenneth Hagin's Bücher übersetzen und den Vertrieb machen in Deutschland. Er sagte, wer bist du? Und es kam nicht aus meinem Kopf, es kam aus meinem Herzen. Ich sagte zu ihm, eigentlich, das ist völlig egal, wer ich bin, aber vielleicht kennst du meinen Pastor. Kennst du meinen Pastor? Er sagte, wer ist dein Pastor? Ich sagte, Sam Smith. Now, Sam war Absolvent von dieser Bibelschule. Plötzlich, ich höre nichts mehr. Ich dachte, der Leitung ist unterbrochen. Ich sagte, hello, Stan, bist du da? Er sagte, John, Sam sitzt direkt gegenüber von mir in diesem Moment. Oh, muss ein Zufall sein. Er sagte, ich rufe dich gleich zurück. Now, ich habe diesen Aspekt vergessen und diesen Teil der Geschichte vergessen, euch zu sagen. Als ich dieses Vision von Gott für mein Leben gehört habe im Gebet, es hat mich erschreckt. Das Erste, was ich getan habe, ich war immer noch ein junger Christ, ich war nur 3 Jahre Christ damals, und ich war nur am Anfang ein Teil einer Gemeinde. Sam war gerade von Texas nach Nordosten Amerika umgezogen, diese Gemeinde zu gründen. Und ich habe zu Marianne gesagt, wir haben diesen Ticket für 6 Wochen. Ich muss zurückfliegen nach Amerika, weil ich muss herausfinden, spinne ich oder was? Ich muss mit meinem Pastor reden. Und ich bin zurückgeflogen nach Amerika. Und ich saß mit ihm und ich habe ihm erzählt, was ich euch erzählt habe, was Gott mir gesagt hat, was ich tun soll. Und er schaute mich an und er sagte, John, mein Kopf möchte dir sagen, bleib zu Hause, du spinnst. Aber mein Herz sagt, geh zurück und tue, was Gott dir sagte. So hier, ein paar Monate später, das ist Anfang von 1981, nur 4, 5 Monate später, er sitzt direkt gegenüber dem Missionsleiter. Und die kennen einander sehr gut. Stan sagte zu mir, Stan Abbott, ich rufe dich gleich zurück. Und er fragte Sam, wer ist dieser John Angelina? Er sagte, er ist ein junger, ehemaliger Musiker, ein bisschen flippig, aber ich kann dir eins sagen, wenn er sagt, dass er das tun wird, er wird das tun. So Stan hat mich zurückgerufen und sagte, okay, wir beginnen mit 2 Büchern. Heilung gehört uns, die Autorität des Gläubigen. Und nach einigen Jahren, ich glaube nach 15 Jahren, wir hatten über 40 unterschiedliche Titel, hunderte von tausende von Büchern. Überall in Mitteleuropa, in Osteuropa, dann waren wir involviert, wie ihr gesehen habt, in Rumänien, in Ungarn, in Polen, in Russland. Und damals mussten wir die Bücher hineinschmuggeln. Es war alles Mission. Und Gott hat das ermöglicht. Wir hatten keinen Plan, aber wir hatten ein Wort. Ein Wort von Gott kann alles ändern. Und Gott redet
ständig, aber wir hören nicht immer. Wir hören nicht, weil wenn Gott redet, er redet immer in Einklang mit seinem Wort. Und wenn sein Wort nicht in uns lebendig ist, wir hören es, aber wir sind wie die Menschen, die damals Gottes Stimme hörten. Als er sagte, das ist mein Sohn, und die Menschen sagen, es donnert gerade. Wir nehmen es nicht wahr. Deswegen ist es so wichtig, dass das Wort in uns wohnt. Damit, wenn Gott spricht, wir können unterscheiden, ist das meine flippige Idee oder ist das, was Gott jetzt tun möchte? Ich hatte wirklich eine gewisse Krise, als ich wirklich überlegte, was das alles bedeutet. Es ist so viel mehr, als was ich machen kann. Und ich habe ein bisschen mit Gott ein bisschen gehadert und ein bisschen gemeckert. Gott, ich kann das nicht tun. Und dann er redet zu mir. Na, das ist die Art und Weise, wie Gott mit mir redet. Er redet so klar. Er sagte, John, keine Sorge, du bist nur eine Ochse. Ich bin nur eine Ochse. You're just an ox. That's what he told me. Ich sagte, was meinst du? Und es kam sofort, Sprüche 14, Vers 4. Ich habe wirklich Sprüche 14, Vers 4 nie wahrgenommen bis jene Zeit. Ich mache meine Bibel auf und kannst es lesen, wo keine Ochse ist in den Stall. Der Stall bleibt rein. Aber aufgrund von den Stärke eines Ochse wird ein großer Ernte hineingebracht. Dann habe ich verstanden, ich werde wahrscheinlich eine Menge missbauen. Aber Gott wird es benutzen, weil Mist ist, was du brauchst für Dünger, damit der Ernte hervorkommen kann. In dem Augenblick habe ich gemerkt, ich muss mich selber nicht so ernst nehmen. Die Aufgabe ist ernst, aber ich bin nicht so ernst. Es ist, was Gott tun möchte. Und wenn du irgendetwas in diesen Tagen, von dieser Bibelschule mit in das neue Jahr hineinbringst, lass es das sein. Gott möchte mich, dich, uns benutzen. Das ist die Stunde für die Gemeinde. Menschen sind hoffnungslos. Menschen sind konfrontiert mit Problemen, die sie selber wissen. Es gibt keine Antwort. Aber wir wissen seinen Namen. Sein Name heißt Jesus. Er ist die Antwort. Aber es braucht ein Volk des Glaubens. Und so sieht Gott uns. Wir haben denselben Geist des Glaubens, hat Paulus gesagt. Und ein Geist des Glaubens ist anders, als was normale Menschen ausleben. Ein Geist des Glaubens sieht Dinge, bevor es zustande kommt. Hört Dinge, die die anderen nicht wahrnehmen. Und finden Mut, nicht in uns selber, sondern in der Ohrheber von das, was wir sehen und hören, von Gott selber. Und dieser Mut ist, was uns voranbringt. Wir erzählen immer diese lustige Geschichte bei der ersten Glaubenskonferenz. Ich muss verstehen, wie flippig das war. Wir waren sehr inspiriert von den Glaubenskonferenzen 1982 von Kenneth Hagin. Es war in diesen Konferenz, die wir einen Samen hineingesät hat für die Zukunft. Wir ernten immer noch von dieser Samen damals. Das ist eine andere Geschichte, vielleicht später. Aber wir wussten, wir brauchen es hier in Deutschland. Wir brauchen es für die Schweiz und für Österreich. Und damals ist es rübergeschnappt in der DDR und viele sind zu uns gekommen. Aber am Anfang, wir wussten nicht, wie können wir das tun? Und wir mussten dieser Sheraton Hotel mieten. Das hat uns ein Vermögen gekostet für unsere Verhältnisse damals. War eine kleine Gemeinde, eine junge Gemeinde. Aber ich wusste, wir mussten das tun. Und Marianne und ich, wir lagen im Bett an den ersten, bevor den ersten Morgen, es war der Abend bevor der ersten Morgen. Und Marianne sagte zu mir, John, glaubst du, dass jemand kommt? Weil wir hatten kein Netzwerk, wir hatten keine Verbreitung, wir hatten Gebet. Wir tun es, Gott schickt die Menschen.
So ich, der Glaubensheld, ich sagte zu meiner Frau, wie kannst du so etwas behaupten? Dann waren wir beide ruhig. Und 2 Minuten später sagte mir einer, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, ob jemand kommt oder nicht. Aber eines weiß ich, Gott hat uns gesagt, wir tun es. So wir haben es getan. Am nächsten Morgen, diese Halle passte 1200 Menschen. Da waren 1200 Menschen da. Aus Skandinavien, ein ganzes Fernsehteam. Weiß mich nicht, wie sie davon gehört haben. Die haben alles gefilmt. Umsonst. Die haben die Kameras aufgebaut. Die haben alles für uns gefilmt. Die waren Leute aus Österreich, aus der Schweiz. Die Halle war breckenvoll. Wow. Wir alle müssen mit unserem eigenen Zweifel kämpfen, unsere Gedanken kämpfen. Aber wenn du diesen Wort in dir hast, wenn du weißt, wie ich das immer so sage, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Wenn das Wort, wenn die Verheißung Gottes ist auch lebendig in dir. Nicht hier oben. Die meisten von uns lassen das Wort nur hier oben uns beschäftigen. Lass das hineinsinken, dass es beginnt, dein Lebensstil, dein Tun, dein Handeln, dein Denken, dein Reden völlig neu zu formen. Und gib Gott Raum, damit er dir zeigen kann, wie sehr er an deiner Seite steht. Es kann sein, es ist etwas Kleines am Anfang. Es kann sein, du hast eine Ahnung, geh zu meinem Nachbar. Rufe jemanden an, schreibe jemanden einen Brief, tue etwas. Und dann merkst du später, was das für eine Auswirkung für jemand anderen bedeutete. Sieh, so wirkt Gott. Wir sind keine besonderen Menschen in dem Sinne. Wir sind alle für Gott besonders. Und ob du berufen bist, zu Ländern zu sprechen oder zu deinen Nachbarn. Für Gott ist es beides absolut notwendig und wichtig. Wir werden nicht vor Jesus stehen und Rechenschaft abgeben, für was wir ausgedacht hatten, was wir dachten, wir tun sollen. Wir Menschen, wir messen mit groß und klein und was erscheint bombastisch und nicht. Gott schaut völlig anders, die Situation völlig anders an. Gott sucht nur eines, Treue. Treue. Sich Pastor Gerd gefragt hat, seid ihr jetzt 25 Jahre hier? Die beiden haben gesagt, nein, das ist das 30. Jubiläum. 30 Jahre, das ist Treue. Das ist dranbleiben. Das ist nicht wegrennen. Das ist nicht, ich suche der Bestnächste. Das ist, hey Gott, wenn du möchtest mich da haben, dann bin ich ganz happy. Diese Welt möchte uns immer vorantreiben. Gott durch seinen Geist leitet uns und lenkt uns und bringt uns ans Ziel.